Irre Geschichte. 65.000 Euro Schulden hat Steffi heute, weil sie sich in einen Betrüger verliebt hat. Sie glaubte ans große Glück, wenn Liebe blind macht. Gibt es das? Da erinnern wir uns und freuen wir uns mit. Und Udo Lindenberg haben wir auch noch. Der hat was Neues, was es gibt. Das erzählt er uns natürlich gleich höchstpersönlich. Interessant. Bis gleich. In diesem Moment läuft in Straßburg eine Razzia von Antiterrorkräften der Polizei. Sind Einsatzkräfte der Polizei und Rettungsfahrzeuge zu sehen. Die suchen nach dem mutmaßlichen Attentäter oder eben nach möglichen Spuren. Das also ganz frisch Bilder von dort gerade eben. Damit herzlich willkommen zur Brisanz-Sendung heute. Ja, es sind bislang 3 Tote, die auf das Konto des Mannes, des mutmaßlichen Attentäters gehen. Und noch ist der Mann also weiterhin auf der Flucht. Deshalb jetzt diese aktuelle Suche. Nicht nur in Straßburg ist heute nach ihm gesucht worden. Also Kontrollen auch an der Grenze, aber ganz aktuell sucht man in Straßburg. Und deshalb wollen wir jetzt auch direkt noch mal dorthin schalten und sprechen mit Friederike Hofmann. Die ist uns jetzt dort zugeschaltet. Wissen Sie mehr zu diesem aktuellen Einsatz? Was passiert da gerade? Was ist denn das überhaupt für ein Viertel? Warum wird genau dort gesucht? Also er wurde da gesehen, aber wo sind Sie da gerade? Vielleicht können Sie uns beschreiben, warum man ihn dort vermutet hat. Sie konnten ja heute sicherlich mit einigen Menschen sprechen. Der Täter ist weiter auf der Flucht. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Wie reagieren die Menschen auf diese Nachrichten? Also nach vorne gucken, das ist das Signal. Friederike Hofmann, vielen Dank erst einmal zu den Informationen, jetzt zu den weiteren Durchsuchungen dort. Dankeschön. Also das läuft erst einmal weiter, sobald es da Neuigkeiten gibt, natürlich hier bei uns im Programm. Wir schauen weiter. Was gibt es heute noch? Edward Snowden, das ist wahrscheinlich der berühmteste Whistleblower der Welt. Das erste Mal, dass wir alle so richtig von diesem Wort gehört haben und erlebt haben, was passiert, wenn ein Mann geheime Informationen weitergibt und damit plötzlich zum Staatsfeind Nummer 1 wird in den USA damals. Jetzt haben wir es auch in Deutschland mit einem spektakulären Whistleblower-Fall zu tun. Und wenn sich das alles bewahrheitet, was man da versucht hat herauszufinden, dann wäre das ein starkes Stück und ein Riesenskandal. Und der Mann, der da alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, der muss jetzt vor Gericht. Ums große Geld geht es auch hier, aber ganz anders. 65.000 Euro Schulden wegen einer falschen Liebe. Was für eine Geschichte. Und sie könnte jedem so passieren, wenn man das gleich hört. Denn wo soll man da misstrauisch werden, wenn ein Mann die große Liebe verspricht, Herzen verschenkt und Liebesbriefe schreibt und alles wirkt so normal und es wirkt so gut? Also Steffi hat da nicht eine Minute gezweifelt, aber die Rechnung, die kam am Ende. Und so wurde die Liebe zu diesem Mann am Ende sogar ein Fall vors Gericht. Und da dachte ich, wir hätten im Studio schon viele Lampen, aber Sie merken, es geht immer noch so ein bisschen mehr Licht. Das ist Weihnachtsschmücken für die wirklich ganz Ausgelassenen. Im Saarland, da steht dieses Haus und es gibt Menschen, die behaupten, man könnte es sogar von der ISS aus sehen. Also Alexander Gerst würde dieses Haus von oben hier angucken können. Zum Glück haben die Schmuckverrückten in diesem Haus ganz entspannte Nachbarn. Das ist wahrscheinlich wichtig. Und die Stromrechnung, naja, die kommt ja erst nach Weihnachten. Da kann man dann erst schlafen. Früher, da hat man sich mit seinen Eltern ja gern mal über die hohe Telefonrechnung gestritten, werden viele noch erinnern. Heute ist ja alles ein bisschen anders, es läuft alles online. Das macht die Dinge nicht immer leichter, manchmal macht sie es auch komplizierter. Folgende Situation: Ein Vater hatte eine gigantische Rechnung, und zwar von mehr als 1.500 Euro. Und was war passiert? Es hatte ganz harmlos begonnen mit der Bitte seines Sohnes: Ach Papa, lad mir doch bitte dieses tolle neue Handyspiel herunter. Ne? Kennen viele. Das kann dabei rauskommen. Ja, aber man merkt, es ist ein Riesenthema. Kinder am Smartphone, wo man da auch als Eltern unbedingt drauf achten sollte. Riesenthema heute Abend auch bei den Kollegen. Panorama macht da einiges zu. 21.45 Uhr kommt die Sendung. Und gern auch auf unserer Brisanz-Seite gucken. Im Netz haben wir da auch noch einiges zusammengestellt. Wir haben jetzt noch mal Nachrichten und die beginnen in der Türkei mit Toten und Verletzten. Haben Sie diesen Satz auch schon mal auf einer Party gehört? Wie, du trinkst keinen Alkohol? Das sind eben auch die Momente, da wird Alkohol zum Problem. Darauf weist auch dieser Spot hin, der vor allem an junge Leute geht. Der Ausstieg aus dem großen Thema Alkohol, der wird dann irgendwann plötzlich zum riesigen Problem. Wir haben ein Beispiel aus Berlin dazu, wo man denen versucht zu helfen, die es allein dann eben nicht mehr schaffen. Ein besonderes Hause, ein Zuhause mitten in Berlin. Wir gucken jetzt in Brisant hier auf die Prominenz. Und heute haben wir die ganz Großen in der Sendung. Prinz Charles trifft Keira Knightley. Wir haben Udo Lindenberg, der zeigt das Beste von sich. Und dann haben wir Mary Poppins, die ist nämlich wieder da.
erst einmal haben wir hübsche Bilder aus Großbritannien. Da hat sich heute nämlich eine darf solche Orden verleihen oder eben Prinz Charles in Vertretung. Und den wird es auch gefreut haben, denn Prinz Charles geht gern ins Kino, also die zwei kennen sich schon. Das passt ganz gut, denn wir machen weiter mit großem Kino jetzt. Ja, und da werden einige sagen, Mensch, das ist ein Wagnis, den Film soll es wieder geben. Und andere werden sagen, wie schön, ich erinnere mich nämlich noch an Supercalifragilisticexpialidocious. Na, das kommt aus Mary Poppins, da geht das Erinnerungskino wieder los. Genau, jetzt neu aufgelegt mit neuen Schauspielerinnen. Emily Blunt zum Beispiel ist dabei, die spielt Mary Poppins. Und wenn so eine Geschichte mit so vielen Erinnerungen dann wieder ins Kino kommt, also da werden plötzlich selbst die Superstars wieder zu Fans. Also ein bisschen Zauber in diesen Zeiten, wie schön. Über das, was jetzt kommt, würde er wahrscheinlich sagen, Leute, das ist ein richtig geiles Ding. Kaum einer hat sich in den vergangenen Jahren so oft neu erfunden wie Udo Lindenberg. Jetzt gibt's ihn schon wieder anders, nämlich Udo Unplugged. Das heißt, übersetzt so viel, lassen Sie den ganzen Technik-Schnickschnack einfach weg und hören Sie einfach nur gute Musik. Und viel schöner erklärt uns das jetzt der Meister selbst. Hier kommt er, Udo. Vielleicht. Ja, der kann gern noch ein bisschen kleben bleiben. So, was hätten wir noch? Ein hübsches Beispiel, wie man vor Weihnachten auch noch mal eine Runde abhängen kann. Gucken Sie mal hier. Ahnen Sie, welcher Promi sich hier so aufgeknüpft hat und wie das aussieht? Ne, muss man erst mal versuchen. Sieht so ein bisschen aus wie Zirkus oder 50 Shades of Grey, oder? Soll gut für den Rücken sein übrigens. Kleiner Tipp mal zu der prominenten Dame. Sie singt ganz gern im Auto. Kennen Sie, wir hören mal rein. Dann ist Morissette, die zeigt uns hier so mal ein paar Tage vor Weihnachten. Man kann sich auch entspannt einfach zwischen dem Weihnachtsstress mal so ein bisschen durchhängen lassen. Also vielleicht ist das ja was so mal unter der Wohnzimmerdecke. Wir gucken auf weitere Promi-News jetzt. Bleiben wir noch mal beim Film. Es gab mal eine Zeit, da wollten alle kleinen Mädchen Eiskunstlaufprinzessin werden. Und die Größte, die war natürlich sie, Kathi Witt. Und die hat es dann ja auch geschafft. Und das lag auch natürlich an ihrem riesigen Talent, aber auch an Jutta Müller, der Frau, die sie groß gemacht hat, ihre Trainerin, das sind die beiden hier zusammen, berühmt berüchtigt für harten Stil und auch strengste Disziplin. Die ist ja wie eine Eislaufmutti, das ist danach später sogar mal zum geflügelten Begriff geworden. Zu ihrem 90. Geburtstag ist jetzt ein ganzer Film über die Übermutter der Eiskunstlaufprinzessin entstanden. Glückwünsche von überall. Wir sagen Tschüss für heute. Das war brisant. Wir freuen uns sehr auf morgen. 17:15 Uhr wären wir wieder da und Sie sind es hoffentlich auch. Einen schönen Abend von uns. Tschüss.